Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und das ist der Klaus. Der Klaus, genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind beim dritten Teil unserer Previews auf die kommenden Neuheiten. Wir hatten jetzt schon die Autos, hatten wir. Wir hatten die Eisenbahn ganz viel. Jetzt sind wir bei LKWs. Alles, was einen extra Führerschein braucht und teilweise auch extra Länder, damit man es fahren darf. Genau. Und Architektur kommt noch. Architektur kommt, ja. Also stellen wir euch noch vor. Genau. Das, was hier auf dem Tisch steht, sind Prototypen. Das heißt, da stimmen die Farben noch nicht so ganz 100%. Wir bauen diese Sachen, um die Konstruktion nochmal zu überprüfen, um auch die Anleitung nochmal zu überprüfen. Und dann haben wir aber noch nicht unbedingt alle Teile in unserem Lager in der richtigen Farbe. Das passiert dann in einem zweiten Schritt. Aber um euch das schon mal zeigen zu können, haben wir jetzt hier die ganzen Prototypen zusammengesammelt. Und die Sachen werden dann alle so in den nächsten 1 bis 4 Monaten in etwa, werden die bei uns auf bluebricks.com verfügbar sein. Ihr wisst ja, dass ihr einen Hinweis habt, wie lange so ein Set noch dauert. Solange ein Set als Ankündigung mit so einer gelben Binde unten steht, heißt das, wir haben es entwickelt, wir haben es entworfen, die Teile sind bestellt, aber das Set ist noch nicht gepackt worden. Das Set ist noch nicht als fertiges Produkt in China oder auf dem Weg zu uns. Sets, die bald erhältlich sind, sind einen Schritt weiter. Die sind bereits produziert. Und gerade im Suezkanal oder noch im südchinesischen Meer, man weiß es nicht, auf dem Weg hierher und Sachen, die bald erhältlich sind, kommen so im Laufe der nächsten grob 2 Monate eigentlich bei uns an. Richtig. Und Sachen, das heißt andersrum, wenn ihr ein Set seht, das eine Ankündigung ist, braucht ihr mir keine Mail zu schreiben, wann kommt das? Also die Antwort ist da definitiv nicht in den nächsten 2 Monaten, denn angekündigt bei Bluebricks Specials heißt... Richtig, es gilt für Bluebricks Specials, was du heißt, dass sie noch nicht produziert sind. Sets anderer Marken, da haben wir diese Unterscheidung nicht. Da kann auch ein angekündigtes Set plötzlich morgen hier sein. Genau, ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Bums, ist es da. Das ist wirklich teilweise ganz plötzlich. Also, dann kriegen wir hier eine Lieferung und irgendwie haben wir gedacht, es ist was ganz anderes drin. Und dann, ja, genau. Aber legen wir mal los. Wir haben hier erstmal einen relativ kleinen LKW, aber einen sehr wichtigen. Wenn ein solches Auto mal eine Panne hat, dann braucht man jemanden, der kommt und tätig wird. Schön gemacht, designt vom Alex und der hat Funktionen, ne? Der hat Funktionen, mit denen ich mich noch befassen muss. Ich bin mir sehr sicher, das fährt nach hinten, sodass das Auto da drauf kann. Genau. Wir haben hier auch eine Seilwinde, also so wie ein Abschleppwagen sein sollte. Wir zeigen euch das natürlich sowieso alles nochmal im Detail. Tatsächlich auch. Wenn die Sets dann verfügbar sind. Es hat Funktionen. Okay. Hier definitiv. Mit den, wie nennen sie sich? Es ist nicht Pneumatik, aber soll praktisch Pneumatik sein, ne? Richtig, also ihn haben wir, das Auto ist natürlich dabei und dann haben wir passt doch schön zu unserer Garage, ne? Oh ja, dann haben wir hier 2 Busse, ganz klassische Busse mit den tollen Fenstern. Genau. Mit den tollen Fenstern, mit den Scheiben quasi, die so aussehen, als könnte man sie runterschieben. Herrlich, einmal in klein. Und dann, wie ich als Kind immer sagte, noch so ein Ziehharmonika-Bus. Genau, Ziehharmonika. Gelenkbus. Und so in einer ganz typischen Farbgebung, ne? Ja. Eierschallfarben. Richtig, richtig. Beige. Zu der Zeit waren die noch nicht unbedingt alle in verschiedenen Farben in den einzelnen Städten. Da waren die überall noch beige, Standardfarbe. Und da waren die auch noch nicht mit Werbung vollgekleistert, dass man teilweise noch nicht mal aus den Fenstern rausgucken kann, weil das Färbebild über das Fenster gehen muss. Ist noch so ein bisschen älter vom Stil her, so Richtung 80er Jahre, ne? Als man noch Omnibus gesagt hat. Omnibus. Schön. Und dann habe ich hier, du brauchst ja Platz, ne? Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen weitermachen. Ja, mach du erstmal, Marco. Ja, ich habe hier diverse Fahrzeuge. Richtig viele. In Blau mit Weiß. Vom Technischen Hilfswerk. Wir sind auch mit dem Technischen Hilfswerk schon in Kontakt. Sehr nette Leute dort, muss ich sagen. Viele Grüße. Dass wir nämlich für die THW-Fahrzeuge, die wir machen, auch entsprechende Stickerbögen mit den THW-Logos machen können. Wie sich das gehört. Sind wir dran, dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, sehr nette Leute dort. Und da haben wir eine ganze Menge, ne? Jawohl, auch so richtig schön hier geländegängig, Allrad, egal wo das Hilfswerk gebraucht wird, mit dem Auto kommst du hin. Ja. Ich liebe dieses Modell, auch schöne Verbreiterung von 6 auf 7 Noppen. Herrlich. Daran seht ihr übrigens, es lohnt sich durchaus, uns Vorschläge zu machen. Es kam von mehreren Seiten ja diese Vorschläge, THW.
Und dann hat mich hier noch in einer Lagerverkauf Mädel angesprochen, die ist beim THW. Mädel beim THW, finde ich gut, finde ich cool. Definitiv. Und die hat auch nochmal gesagt, Mensch, ihr müsst doch mal THW. Naja, und jetzt machen wir. Jetzt machen wir. Dann haben wir hier einen Rüstwagen in Rot-Weiß. Wäre es ein Feuerwehrfahrzeug. Aber das THW hat solche Fahrzeuge natürlich. Das ist aber, glaube ich, keiner, den wir als Feuerwehr haben, oder? Haben wir den gleichen haben wir, glaube ich, nicht als Feuerwehr, ne? Zumindest, wenn nicht den gleichen, dann ähnlich. Also diese Klappe hier unten, diese kleinen Tür hier unten, die kenne ich so nicht. Also es wird wahrscheinlich schon ein eigenes Modell sein. Gut. Sieht halt so ein bisschen aus wie so ein HLF, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, Gerätefahrzeug und so. Dann haben wir da einen mit Wechselaufbau. Einen mit Wechselaufbau, jawohl. In der Feuerwehr heißt das WLF. Ich weiß es mittlerweile, ein WLF-Kran, weil ein Kran noch dabei ist. Funktioniert genauso wie bei unserem Feuerwehrmodell, dass man das abkippen kann, dass man hier auch... Darf ich das oder mache ich es kaputt? Du darfst, vielleicht machst du es kaputt. Danke, sehr nett. Naja, ich hab's, mir geht es ja nicht besser. Also man kann auf jeden Fall hier, das kann man runter, es geht bis ganz hinten hin. Genau. Ah, ja. Also ein Wechselladerfahrzeug. Einmal mit einem Koffer. Da klappert was, das ist drin. Hupala. Ah ja, da gibt es auch noch eine Inneneinrichtung hier. Ja. Schick. Und eine Pritsche. Und ja, eine AB-Mulde, ne? Ein Abrollbehälter Mulde. Ja, die haben ja, also zumindest bei der Feuerwehr haben die für alles die speziellen Kennzeichnungen. Ein Van für Mannschaft mit Anhänger. Auch nicht schlecht. Pumpe drin oder sowas, oder was da drin, ne? Oder Kompressor oder sowas. Ja, genau, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das hier sieht aus wie so ein Fahrzeug aus Armeebeständen. Dieses Fahrzeug sagt auch, egal wo ich hin muss, ich komme hin. Ja, den, Bodenfreiheit und so. Bringen wir in unserer großen Bundeswehr-Serie hier. Ah, schön. Ja, das Fahrerhaus einmal, ich glaube Lars 2 heißt er da, mit so einer Art... Früher nannte man das mal Stalinorgel hinten drauf. Und als 10-Tonner, glaube ich. Also richtig lang, 4 Achsen in dem Fall dann sogar. Aber auch hier mit so einem Kran und hier so Paletten oder so dabei. Also das anders als bei den Kettenfahrzeugen kann man solche Fahrzeuge auch ab und zu mal auf der Autobahn sehen. Kettenfahrzeuge habe ich schon lange nicht mehr auf deutschen Autobahnen gesehen. Das tut den Autobahnen auch nicht allzu gut. Du meinst ohne Transporter unten drin? Ohne Transporter, ja. Ui. Ja, früher, wenn Amis Manöver hatten, dann ist da eine Kolonne aus Panzern gefahren. Okay. Und wenn da einer eine Panne hatte, weil eine Kette sich gelöst hat, dann ist einer rausgefahren, dann war die Autobahn so lange dicht, bis die das... Wenn da ein Panzer steht, hältst du da, was willst du machen? Gut. Das ist meinem Vater früher einige Male passiert auf dem Weg nach Frankfurt. Dass er die Kette verloren hat. Dass er in so eine Kolonne gefahren ist und dann hat mal einer eine Kette verloren und dann stand er da 2 Stunden und das war dann halt so. Okay. Was willst du gegen die Leute sagen? Ne? Und auch sehr schön, schweres Gerät. Trans Orange ist zwar eine coole Farbe, ich glaube aber, das ist nicht die finale Farbe. Ja, da haben wir hier einen schicken Radlader hinten drauf. Der ist mit irgendwie 2, 3 Noppen befestigt. Ne? Der kommt aber auch. Und den kriegen wir aber auch darunter. Mit 4 Noppen ist er befestigt. Knicklader. Ja. Sehr schön. Ich mache wieder alles kaputt. Ja. Das habe ich jetzt kaputt gemacht. Irgendwo habe ich was kaputt gemacht. Siehst du. Und das hier, ich kann mir vorstellen, dass das ein Stromaggregat ist. Das kann sehr gut sein, ja. Ja, das brauchen die ja. Technische Hilfswerk, ne? Dann fahren die ihre Strahler raus und so. Aber auch das wisst ihr alles viel besser. Richtig. Also jede Menge in Blau. Und du musst Platz machen, Marco, damit ich muss, hier mit meinen ich muss ganz großen viel Jungs Platz machen. Ich habe hier was in Rot-Weiß. Und kaum hatten wir dieses Set im kamen Shop. Kamen die Wünsche nach Weiß, ne? Kamen die Wünsche nach Weiß. Denn das ist natürlich ein RTW. Das ist ein Rettungswagen. Ich habe 13 Monate Zivildienst bei den Johannitern getan. Nicht in solchen Wagen, ich war beim mobilen sozialen Hilfsdienst. Aber ich habe mit solchen Wagen natürlich auch bei uns stehen sehen. Und ich war immer sehr stolz, wenn dann jemand mit Blaulicht rausgefahren ist und wieder jemandem geholfen hat. Rettungswagen, klar, die haben noch gefehlt. Wir haben amerikanische, aber so ein klassisch deutsches Modell hat tatsächlich gefehlt. Gefehlt und fehlt auch noch in Weiß. Drum machen man auch in Weiß. Ja. Weiß mit, ich glaube... Orange Motorhaube, orange Streifen. Ja, so ein bisschen Signalfarbe muss schon sein. Haben ein ganz klein bisschen hier oben das nochmal umgebaut, um da ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Ist auch schön mit Snot hier verbreitert, dadurch diese Kurve. Schönes Modell. Und auch bei der Feuerwehr darf es ein bisschen mehr sein, sagt man in Hessen.
es darf auch mal ein bisschen mehr sein. 8 breit, ein riesiger Kran. Bleibt natürlich auch nicht in Gelb, ist klar, wird rot. Passt aber so als Signalfarbe so gar nicht mal, könnte mir vorstellen. Aber wir haben nicht nur von der Farbe, wir haben auch von der Form 2 verschiedene Kräne. Wir haben einen THW-Kran, glaube ich, auch noch in der Pipeline. Mhm. Ne? Der ist aber dann von der ganzen Machart älter. Da ist das Fahrerhaus nicht so tief gelegt und ist auch deutlich eckiger und so. Also auch da schauen wir so ein bisschen, dass wir uns an realen Vorbildern zumindest orientieren. Ja. Nicht ganz genau nachmachen, das geht ja nun auch nicht. Der Abstraktionsgrad ist natürlich hoch, gerade bei 6-Wide oder wie hier dann 8-Wide. Ja. Aber da bringen wir schon auch verschiedene Stilrichtungen. Kann man übrigens gleich dazu sagen, dieses Fahrzeug wird nicht in unserer Fahrzeughalle stehen. Nein. Dafür ist es zu breit und zu hoch. Ihr werdet es verstehen, das ist ein außergewöhnliches Feuerwehrfahrzeug. Glaubst du denn, dass die bei der Feuerwehr tatsächlich dann in der Halle stehen, die Kranwagen, die großen? Wenn dann halt in einer entsprechend großen Halle. Die stehen nicht da, wo sonst ein HNF steht. Nee, das ist cool. Ein Riesenteil. Ich meine, damit kriegst du halt einen LKW wieder aufgestellt. Ja, ich meine, ja. Wenn irgendwie groß Unglück ist oder so. So, jetzt mache ich dir Platz. Wir sind bei groß? Groß, ja. Und da haben wir 2, die zusammengehören. Das ist einmal der hier. Dann sind wir noch gleich im Architekturbereich. Ja, genial. Ja. Huch. Und dazu. Guck mal hier, was habe ich denn? Ich habe gerade versehentlich, ja, ja. Ich habe was kaputt, aber nein, das hat eine Motorhaube. It's not a bug. It's a feature. It's a feature. So, und hier ist der 2. im Bunde, designt von Adrian aus Neuseeland, von daher auch gar nicht so weit weg von da, wo die herkommen, diese Riesenteile, viel in Australien. Und die transportieren dann tatsächlich komplette Häuser oder zumindest halb komplette Häuser. Denn was wir hier sehen, das ist ein Set und das Haus ist jeweils von hinten, hier seht ihr das, ich muss hier mal ein bisschen rangieren. Ja. Ich nehme meins einfach runter. Oder bei dir ist die Garage drin, wie man sieht. Das Haus ist jeweils von hinten offen. Und dann kann man die beide zusammenstecken. Und dann hat man, voilà, ein wunderschönes Haus. Und ich nehme das hier mal ab. Das ist genial. Denn das hat natürlich auch eine richtig schicke Inneneinrichtung, wie ihr hier seht. Bist du so nett, enthältst das mal einmal? Wie ihr hier seht, da haben wir Schlafzimmer und WC und alles. Und auch beim Marco, da ist Flur, Wohnzimmer, Garage. Da steht der Fernseher drin und so fahren die durch die Gegend. Ja, vielleicht nicht gleich mit Fernseher, aber also mit Kücheneinbau denke ich tatsächlich. Aber ich glaube, ihr habt nichts dagegen, dass die bei uns eingerichtet sind. Dann habt ihr nämlich hinterher ein schickes eingerichtetes Haus. So, ja, muss keiner wohnungslos bleiben hier. Bei Blue Bricks, ne? In der Garage hängt schon das Werkzeug an der Wand. Ach, genial. Haus kommt mit der Post. Das sind übrigens 2 Sets, Klaus, mit denen hast du mich schwer überrascht. Ja, eines Tages schaue ich im Lagerverkauf irgendwie mal in Vitrinen rein und sehe da diese Dinger stehen. Was? Ich muss gestehen, ich schaue ja nicht jedes Mal, nicht jeden Tag durch unseren Shop, was es da alles so Neues gibt. Ja. Weil ich ja mit der Produktentwicklung auch nur insofern zu tun habe, dass die Sachen irgendwann bei mir ankommen für die Produktvideos. Wenn die Arbeit schon gemacht ist, ne? Wenn die. Das, was ich mache, ist auch Arbeit. Das gehört auch dazu. Aber die Dinge habe ich gesehen. Was ist denn das? Jetzt machen wir sowas. Das ist ja cool. Aber es sind nicht 2 Sets, ne? Ein Set. Es ist ein Set. Also ein Set. Keine mit halben 2 Häuser verkaufen. Es gibt Hersteller, die machen das. Die sind weniger als halb groß. Aber okay, ja, das finde ich großartig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, ich meine, von hinten zu bespielen ist es natürlich gut, wenn es so eine Art Puppenhaus ist. Außerdem unk man nicht gegen halbe Häuser. Im nächsten Teil stellen wir das Motel vor. Ja, ja gut, aber das ist nicht transportabel. So, hier haben wir einen weiteren Roadtrain. Ja, ihr seht schon, der hat eine was wäre das bei Lokomotiven für eine Achsfolge? Ich habe keine Ahnung. ACDI oder was? Gibt es aber so im Original, fährt tatsächlich so rum. Wo, wo fährt er rum? Nur in Australien oder Australien und Neuseeland. Neuseeland, okay. Ja, da teilweise sogar in einer Dreierkombination als Roadtrain auf relativ normalen Straßen. Und ich habe sogar Bilder gesehen, wo die dann Transporte machen für Minengesellschaften.
Da sind dann sogar 5, 6, 7 solche Dinger hintereinander, wo dann hinten Abraum, Kohle, keine Ahnung, was auch immer da hinten drauf ist. Ja, der hat also eine normale Zugmaschine. Und dieses Teil hier, da hängt nochmal so ein, keine Ahnung, Nachläufer oder wie man es nennen will, dran. Der ist hier flexibel, lenkbar angehängt. Und da kommt dann nochmal der Auflieger. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dieses Teil nochmal habt, und so fahren die durchaus auch rum, ja, dann kannst du das nochmal einen verlängern. Irre. Und hinten den dran. Und in so einer Dreierkombi ist das also auch nicht ganz ungewöhnlich. Nur ich habe gedacht, dass, also um diesen Effekt hier mal zu zeigen, um das mal einmal so in der Art zu haben, reicht das. Das bleibt natürlich in den Paneelen nicht durchsichtig. Auch das hier, das wird noch in weiß. Die werden noch, ich denke, rot werden die. Ja, also wie gesagt, hier, das sind die Prototypen, wo die Farben noch nicht passen. Irre. Weiterer riesiger Roadtrain. Sie werden ja nicht kürzer, ne? Nicht kürzer. So, da haben wir jetzt einen dreiteiligen. Ne? Allein die Zugmaschine ist alleine klasse. Die Zugmaschine schreit für mich nach Filmen wie Convoy, Ausgekochte Schlitzohr, Smokey and the Bandit. Genial. Super. Wobei die schon noch beeindruckender sind. Also ne, Smokey and the Bandit, die waren ja jetzt, die Trucks selber eigentlich. Das war ein ganz normaler so 40-Tonner mit dem Auflieger voller Bier. Richtig, ja, genau. Ne? Also hat das schon noch mal was. Und dann diese hohen Schlafkabinen da dran und so, das ist schon ziemlich cool. Da würde mich übrigens auch mal interessieren, ich war schon im Überlegen, ob wir so in dem Bereich der amerikanischen Trucks, auch das hier, selbst wenn es australische Roadtrains sind, die Trucks, das sind ja alles amerikanische, die da vorne als Zugmaschine vorhängen, ob euch das interessiert, dass wir die mal in groß machen. Ja, so eine schicke Serie mit verschiedenen US-Trucks, passend zu den großen PKWs, die wir haben. So mit Motorhaube zum Aufklappen. Genau. Und so, ja, cool. Könnte ganz nett Schlafkabine, sein. Schlafkabine, ne? Das hier ist ein Viehtransporter, der dann im Original in vielen Fällen sogar 3 Etagen hat. Ja. Und hier haben wir jetzt auch einen Auflieger, ja. Und dann wieder in, wie sagt man, Dolly oder wie nennt man die So wäre es quasi ein ganz normaler. Ne? Genau. Ja, und dann hast du das hier als Einheit und kannst da einen nacheinander dran machen. Und auch das ist also in Australien eine sehr, sehr typische Kombination. Ich habe auch mal geguckt, Neuseeland übrigens, aber da haben sie noch mal etwas andere Zugmaschinen, da haben sie viele vierachsige Zugmaschinen, dass die vorne 2 Achsen und hinten 2 Achsen haben, die Zugmaschinen selber. Okay. Also ist nochmal ein etwas anderer Stil in Neuseeland, als das, was man zumindest so halt im Internet an Abbildungen sieht. So, den fahren wir hier jetzt auch mal zurück. Aber schön gemacht, hier oben offen, ne, damit die Mukus auch Luft kriegen und hier eine Leiter vorne dran und so. Hat der Adrian sich wieder in allen Bereichen größte, nicht nur Mühe gegeben, sondern wirklich toll gezaubert. Der weiß ja auch, wie sowas aussieht bei sich daheim in Neuseeland. Genau. Ne? So, und dann haben wir nochmal eine Dreierkombi. Jetzt mit Containern. Ich weiß gar nicht, ob der Bartosch das noch alles hier reinkriegt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also, wenn wir da einen Truckstop machen, haben wir mal 3 Tische hier. Und auch da haben wir vorher geguckt, wie sieht sowas aus. Und das hier ist durchaus auch eine sehr typische und übliche Sache, dass die beiden Container auf unterschiedlicher Höhe sind. Okay. Ich habe sogar Bilder gesehen und frage mich nicht, warum die das machen. Da haben die dann nimm das ruhig nochmal ab, auf solch einem Wagen mit so einer Stufe drin, auch einen 40-Fuß-Container drauf. Da waren dann hier hinten nochmal 2 Metallstelzen, damit dann so der 40-Fuß... Okay. Ich weiß nicht, warum die den Knick da reinmachen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist aber absolut authentisch. Also so fahren die da rum, das ist nicht einfach Platz. Es muss hier vorne ja, dadurch, dass du hier das Drehgestell hast, tendenziell ein bisschen höher sein, als es hinten sein müsste. Und entweder du hast dann halt hier mehr Aufbau oder du gehst einen Tick runter. Aber ja. Also entschuldige mal, wir haben auch andere Auflieger, die gerade durchgehen. Ja. Also ich weiß nicht, warum sie es machen. Es wird einen tieferen Sinn haben. Ich muss ja nicht alles wissen. Ne? Vielleicht von der Stromlinienform. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, wenn das so ist, dann ist das halt so, dann machen wir das.
Und auch die Auflieger, ihr seht das hier vorne zum Beispiel an den Kästen, die unten drunter sind, haben wir jeden ein bisschen anders gestaltet. Das ist durchaus auch so, dass die jetzt nicht alle einer wie der andere aussehen. Naja, es wird halt das dran gehängt, was gerade so disponierbar ist. Ja, ganz genau, richtig. So zusammengestellt für das, was sie brauchen und was sie gerade haben. Da steht noch ein alter Hänger in der Ecke, der wird dann da auch noch mal hinten dran gestöpselt. So, und das muss ich jetzt erstmal, bevor du den hier ins Bild rollst. Wir hatten den Big Boy im letzten Preview. Der 85 Zentimeter. 85. Länger oder kürzer? Was meinst du? Länger. Länger, ne? Länger. Nee, ne? Über einen Meter. Ach du Scheiße. Muss ich hier noch mal einmal hier. Also es ist ja im Prinzip auch ein Zug. 1,05 Meter. Darf ich es jetzt ins Bild schieben? Ja, bitte. Das heißt ins Bild. Ich schiebe es ins Bild und wieder aus dem Bild, damit wir das Heck zeigen sollen. 1,05 Meter geballte Laster-Power. Also der ist unterwegs zu einer Mine oder zu einer Baustelle. Gut, ich würde sagen, der ist unterwegs zu einer Baustelle. Wir haben hier den sehr schön gemachten Grader drauf, ne? Womit dann erstmal so ein bisschen der Untergrund begradigt wird. Und dann haben wir hier so eine Walze, auch eine Knickwalze. Ja, das denke ich ist ganz schick gemacht. Und wir haben zwei sehr typische australische Kleinwagen. Pickups. Kleinwagen. Naja, ich meine, das ist ja, da wird es ja dann schnell noch ein bisschen größer, ne? War mir auch wichtig, dass er da zwei verschiedene macht. Die sehen zwar erstmal gleich aus, die sind es aber nicht. Der hat so eine etwas längere Kabine. Mhm. Ja, wir wollen das schon ordentlich machen. Und ja, wenn wir da schon zwei draufpacken, warum sollen wir ja, dann auch ein bisschen Sprit dabei. Genau. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Doku über solche australischen Roadtrains gesehen. Da fuhr der los quasi in dieser Großstadtregion noch in normaler Länge. Und irgendwie, okay. Ich meine, es wäre erzählt worden, er durfte auch nur in diesem Großstadtbereich davon die normale Länge haben. Der hatte auf seinem ersten Hänger geladen die weiteren Hänger. Also die so weitere. Ja, verstehe. Und dann verstehe, hat er das, im Laufe der Zeit wurde der immer länger. Je weiter der ins Outback gefahren ist, desto laxer wurden dann auch irgendwie die Regeln, wie lang der maximal sein darf. Und dann ist der immer länger geworden. Hat dann bei dem einen Hof hat er den einen Bagger aufgeladen und beim nächsten Hof wieder abgeladen. Und dann quasi auch Post gespielt. Hat dann so Baumaschinen, die der eine hat und der andere haben will. Dann eine ganz tolle Serie, Outback Trucker. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt läuft, DSF oder so. Ist cool, also macht Spaß anzuschauen, die fahren da also ständig mit solchen Kisten. Ist halt eine ganz andere Verkehrswelt. Ja, definitiv. Aber unsere Verkehrswelt in Deutschland ist ja auch schon spannend genug, ich sag nur, kein Tempolimit. Das gibt es sonst halt irgendwie, ich glaube, noch auf einer Insel. Wobei, ein Tempolimit könntest du die hier jetzt nicht mitjagen, also würden die sich, glaube ich, nicht wirklich gestört durchführen. So, das ist schick. Ein riesiges Teil. Unglaublich. Kriegen wir den nochmal hier so einmal um die Kurve gefahren hier. Oh, 1,05 Meter. Das ist ja, das hätten wir im Thema Eisenbahn bringen können. Ne? Kein Wunder, dass die Dinger Road Train heißen. Ja. So, und jetzt rückwärts. Cool. Ich find's ja schon unglaublich schwer, mit einem normalen einachsigen Hänger rückwärts zu fahren an einem Pkw dran. Mein Vater hatte ein Sportboot, damit rückwärts die Slipanlage runter ins Wasser, ist nochmal schwieriger. Und sowas, nee. Nee, aber ich glaube, die können das. Ja, die können das. Sie können das. Die wissen auch genau, wie sie einlenken müssen. Jo. Klasse. So, und dann sind wir für heute. Sind wir für heute durch. Mal wieder durch. Ne? Und ihr seht es wieder. Man kann einfach nicht genug Noppensteine haben. Ja? Und wenn der Laster nur 30 cm lang ist, dann braucht man noch ein paar mehr, damit man den auf 1,5 bringt. Ne? Wir haben aber auch 30 cm Laster. Wir haben jede Menge 40 Tonner in verschiedenen Farbgebungen. Oh ja, richtig. Die kommen bald. Ja. So bald, dass wir sie hier jetzt nicht noch mal zeigen. Das ist alles so, ich sag mal, so ein deutscher Standard. LKW, Zweiachs-Zugmaschine, Dreiachs normaler Kastenauflieger in verschiedenen Farben. Ja. Und da bin ich mal hoch gespannt auf die ganzen Bilder, die wir dann von euch basierend auf diesen LKWs sehen auf Facebook. Denn das eignet sich natürlich wunderbar, um dann mal draußen an der Autobahn, auf dem Rasthof, wo auch immer, die Laster zu fotografieren, ne? Das Ganze einmal ausdrucken und
auf den LKW. Ich fahre jeden Sticker Morgen entwerfen, an so einer Lebensmittelspedition vorbei, die haben blaue Zugmaschinen. Ich denke, da werden wir mal so einen LKW machen, so wie die da rumfahren. Ja, ich denke, cool. Das wird eine feine Sache. Das war Teil 3 unserer Previews. Der vierte Teil, Architektur, fehlt noch. Da werden wir auch das ein oder andere Schiff noch mit reinschmuggeln. So ja, Western das, da und so. Das ist so der Rest. Ein großes Bild von New York ist mit genau, dabei. Also das ist so der... Und das geht von Modular Building über Burgen. Eine tolle Burg. Ne? Ja. Oh, da ist der Marco ganz... Ja. Also das wird auch nochmal richtig spannend. Und für heute, wie gesagt, war es das. Noch nicht, damit kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Euch viel Spaß beim Bauen. Viele Grüße aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Euer Klaus. Und euer Marco. Macht's gut. Tschüss. Ciao. 1,5 Meter. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir diese 1,5 Meter Marke reißen und womit wir sie reißen. Ich dachte ja schon, diese 83 cm Tragschnabelwagen, da geht jetzt erstmal nichts drüber. Und dann kam die Big Boy, die hat so tick. Und jetzt sind wir bei 1,5 Meter.